Boah, was ist das wieder arschkalt? Tja, ich würde sagen, für mich war es das dann diese Saison, ne? Zeit, das Kot einzumotten. Draußen wird es kalt. Für mich auch ein bisschen zu kalt. Es gibt ja verschiedene Gründe, so ein Quad einzuwintern. Für mich hauptsächlich zwei. Erstens habe ich keine Winterreifen. Also wenn man es ganz genau nimmt, wenn ich jetzt damit einen Unfall bauen würde, selbstverschuldend und es kommt draußen keine Winterreifen drauf, dann hätte ich ein echtes Problem. Und das zweite sind die Salze. Sobald irgendwie gestreut wird, ist so, ja, modde ich die Karre ein, weil ich habe keine Lust, dass das ganze Salz, was dann in den Streuwagen ist, meine Karre von unten zermottet. Der erste Schritt, den ich mache vom Einwintern, ist, mich um den Vergaser zu kümmern. Den habe ich einmal schon auseinandernehmen müssen, ein bisschen reinigen müssen. Aber seitdem ich dieses Zeug hier nehme, das ist jetzt keine Schleichwerbung, habe ich nie wieder Probleme gehabt. Das heißt, ich mache den Tank voll, packe dann ungefähr so 100 Milliliter in den Tank rein, drehe so eine kleine Runde, so 10, 15 Kilometer und dann dürfte das Ding eigentlich wieder von innen gereinigt sein. Und das machen wir jetzt erstmal. So, liebe Freunde, als erstes kümmern wir uns darum, die ganzen Lager zu fetten oder auch zu schmieren. Das ist ganz wichtig, damit sich da kein Dreck und keine Feuchtigkeit irgendwie über den Winter festsetzt. Ihr könnt ja schon sehen, ich bin mal mit so einem Tuch rübergegangen. Es ist schon ein bisschen schmockig. Es ist so eine schwarz-braune Brühe, die herauskommt. Das wollen wir nicht in unseren wundervollen Quad haben. Und deswegen setzen wir die Fettpresse an den Schmiernippeln an. So, eine kleine Kamerafahrt, damit ihr auch wisst, wo die Schmiernippel sitzen. Der erste ist ganz einfach, das hier hinten. Hinter der Hinterachse geht ihr ein bisschen nach vorne. Und da seht ihr ihn schon, also genau in der Mitte. Da, wo die schwarze Kappe drauf ist. So, und die anderen acht sind nämlich vorne an den A-Arms. Und zwar müssen wir von oben und unten gucken. Wenn wir jetzt links und rechts schauen, ist jeweils links unten jeweils einer hier. Einer da. Und wenn wir von der Seite gucken, da sind sie versteckt. Da sieht man sie auch noch mal. Da ist sogar die Kappe verloren, sehe ich gerade. Deswegen gut, dass ich das kontrolliere. Und da ist der nächste. Also 1, 2, 3, 4. Und das Ganze logischerweise noch mal von der anderen Seite. Eins, zwei, drei und vier. Dann kann es ja losgehen. Ja, zum Fetten und Schmieren und was man so braucht, mache ich vielleicht noch mal ein einzelnes Video. Ihr braucht im Prinzip eine Fettpresse und entsprechendes Fett, also Schmierfett. Ihr müsst das Ganze halt mit Druck auf den Schmiernäpfel ansetzen, so dass auch nichts an der Seite herausquillt, sondern alles, das ganze Fett schön in die Lager gepresst wird. Bei der Fettpresse muss man manchmal schon ganz gut Druck ausüben. Man sieht das hier, glaube ich, ganz gut. Deswegen kauft euch kein billiges Teil, investiert lieber ein paar Euro mehr. Ja, wie oft sollte man eigentlich drücken? Also man sollte so oft pumpen, bis das Fett aus den Lagern wirklich den ganzen Dreck irgendwie rausdrückt. Ich glaube, hier kann man das ganz gut erkennen. Dann natürlich einmal kurz den ganzen Rotz abwischen und ihr seid fertig. Der richtige Reifendruck zum Einwintern darf auch nicht fehlen. Normalerweise fahre ich immer mit so 0,4, 0,5 Bar. Vor allem, wenn ihr das Ding nicht in der Garage lagern könnt, so wie ich, sondern einfach auf der Straße mit einer Plane, solltet ihr die Reifen auf jeden Fall noch ein bisschen aufpumpen. Da ich das Ding hochpumpen werde, mache ich das dann immer auf 0,7, 0,8 Bar hoch. Ein bisschen Luft verliert ja immer und das heißt, ich kann im Frühling dann direkt wieder losstarten. Dann müsste der Reifendruck optimal sein. Wenn ihr es nicht macht und die Karre steht einfach so rum, da kann es jetzt übertriebenermaßen passieren, dass die Reifen im Frühling dann viereckig sind. Die werden so ein bisschen umgewuchtet durch das Gewicht, lagern die ganze Zeit auf derselben Stelle und deswegen Reifendruck ein bisschen erhöhen. Da mache ich jetzt mal kein Video von, ihr wisst alle, wie man Luft reinfüllt und dann geht's weiter. Ganz wichtig ist als nächstes einen Ölwechsel durchzuführen. Ich habe ja bereits ein Video dazu gemacht, den Link packe ich euch unten in die Beschreibung rein. Und dann schauen wir gleich mal weiter. Da läuft die ganze Soße raus. So muss es sein. Wunderbar.
Ja, und genau so soll es dann aussehen. Wunderschönes, neues, frisches Öl rein und die alte Brühe weg. Optimal gelaufen, würde ich sagen. Ja, wir fangen an, das Quad erstmal ein bisschen zu waschen. Sieht gar nicht so schlecht aus auf den ersten Blick, aber wenn man hier mal schaut, da ist total viel Rotz und Dreck, was da festklebt. Hinten auch. Ja, versucht mal möglichst gut sauber zu machen, an den Felgen vielleicht ein bisschen, weil sonst gibt es nachher im Frühling die böse Überraschung. So, was habe ich eingepackt? Putzzeug, müsst ihr das selbst wissen, gibt es ja viele verschiedene Marken. Auf jeden Fall so ein paar Schwämme und Schrubber. Nehme ich einmal sauberes Wasser und einmal Wasser, um das ganze Zeug, den Schaum einmal dann auszubringen. Und dann geht es auch schon los. Ich benutze anstatt einem Hochdruckreiniger eigentlich nur einen Gartenschlauch. Das reicht vollkommen aus, um die ganze Seife da wegzuwaschen. Und man hat auch kein Risiko, dass irgendwie Wasser groß in die Elektronik reinkommt. Hier ist wirklich alles wieder picobello. Unten auch, kann man so stehen lassen. Einmal kurz abtrocknen, fertig. So, als nächstes reinigen wir die Kette und fetten die nochmal neu. Ich habe mir einen 10er Schraubenzieher die drei Schrauben hier gelöst. An der Abdeckung kann ich einfach so abnehmen. Habe das Quad ein bisschen hochgebockt, dass ich hier die Reifen drehen kann, sodass ich super an die Kette rankomme und die dann entsprechend reinigen kann. Hängt auf alle Fälle an einer Unterlage in irgendeiner Art und Weise, weil der Bremsreiniger sollte nicht einfach hier in der Umwelt verteilt werden. Dann habe ich hier meine, ja, Schrubber, so einen speziellen, den kennt ihr vielleicht für Ketten. Kann man gleich einfach ansetzen und so ein bisschen Wasser, um das Zeug irgendwie auszuspülen. Ja, und das Gute ist, ich werde jetzt den Bremsreiniger einfach auftragen, das Rad dabei ein bisschen drehen, um überall ranzukommen, kurz einwirken lassen und kann es dann ganz easy einfach abschrubben. So einfach ist das. Am besten orientiert euch hier an dem O-Ring als Anfang oder als Ende, dann wisst ihr, wenn ihr einmal rum seid. Macht das ruhig, großzügig auf allen Seiten. Jetzt löst sich schon die ganze Schmocke eigentlich. Von innen gucken. Einiges raus an Zeug. Ekelhaft. So, sieht eigentlich schon viel besser aus, ne? Also auch nicht perfekt, aber wesentlich schmuckfreier als vorher. Jetzt müssen wir alles nochmal knochentrocken machen, hier die Ecke wenigstens möglichst, und dann können wir neues Kettenweiß aufspülen. Am Rand schon was raus. Aber perfekt geht's halt nicht.
So, hier mal so ein Kettenweiß, so ein Kettenfett. Auch wieder keine Schleichwerbung, ich nutze aber immer das hier und das hat bis jetzt super funktioniert. Ich habe ja schon mal ein Video gemacht zum Kettensatzwechseln, wo ich es kurz erwähnt hatte. Wichtig ist, dass ihr das Kettenweiß im Inneren einer Kette anbringt und nicht außen. Das ist dafür, damit die Fliehkraft beim Fahren sozusagen das ganze Kettenweiß durch die ganzen O-Ringe, durch alle Elemente einmal durchdrückt. Wie ihr seht, ich spare ein bisschen an dem Kettenspray. Ich finde, je mehr, desto besser. So, den Schutz wieder dran an den drei Schrauben. Und dann ist das Ganze auch fertig. Easy peasy. Und da haben wir uns für die kleine Cobra schon eine schöne Ecke ausgesucht. Wie gesagt, werde ich einmal hochbocken, um die Reifen so ein bisschen zu entlasten und unten noch so einen Schutzspray auftragen zu können. Dazu komme ich gleich. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich günstig für so 10 Euro das Stück ein paar von diesen Teilen holen. Oder was sich auch sehr bewährt hat, ist folgendes. Und zwar so ein ganz effer Getränkekasten. Der hält einiges aus. Da kann man die Cobra gut in der Mitte platzieren. Wir müssen ja nur mit dem Wagenhebern, ich benutze meistens zwei, einmal nach oben fahren, das Ding runterschieben und dann sind wir eigentlich schon safe. Ja, ich habe da mal was vorbereitet, ne? Wagenheber 1, das Ding ist oben. Wagenheber 2, da ist auch oben und jetzt wie durch Zauberhand, Schlauch ein bisschen gucken hier. So, wie es an der Seite auch sicher drauf steht. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Machen wir mal den Test. Kommt das nicht entgegen. Tada! Das liebe ich ja. Ne? Soll natürlich jetzt nicht dran rumtouren an den Teil, ne? Ist klar. Aber wie ihr seht, oh, ist umgekippt, macht nichts. Steht optimal, ist hochgebockt. Kann nichts passieren. Ich liebe das, wenn das alles funktioniert. So, die gute Nachricht ist, gleich sind wir fertig. Noch zwei Schritte. Ich bringe jetzt unten noch dieses Glanzwachs an. Da gibt es auch wieder verschiedene Produkte. Das mache ich so ein bisschen als Korrosionsschutz. Hier am Rahmen so ein bisschen. Damit, falls es hier im Hinter mir kalt und feucht wird, hier auch nichts gammeln kann. Und wenn ich dann im Frühjahr losfahren will, dass ich direkt so einen Abperlschutz gegen Feuchtigkeit habe. So, auftragen. Alte Wichser hier, mein Gott. Ja, so geht's dann fröhlich weiter hier im ganzen Rahmen, ne? Wisst ihr Bescheid? So Leute, gleich kann die kleine Mücke schlafen. Die letzte Sache, die noch ansteht, ist die Batterie. Die ist hier drunter, ich mach kurz noch einmal auf. Bei der Cobra ist ja diese patentierte Technologie, jetzt zieht ihr hinten einmal dran und könnt dann die ganze Sitzbank einmal abnehmen. So. Hat dann hier Einblick auf die Batterie. Ihr seht, ich habe schon ein bisschen Polfett dran gemacht. Das ist auch ein bisschen Korrosionsschutz. Kann nicht schaden, kostet so eine Packung vielleicht 1,50 Euro im Laden. So, dann habe ich dieses Gerät. Erneut keine Schleichwerbung, ich habe das einfach mal gekauft und ausprobiert und hat immer super geklappt. Ganz wichtig ist, dass ihr euch ein Gerät kauft, ja, wirklich für eure Batterie oder am besten eins, was alle Batterien abdeckt, alle Batterietypen, sei es nun Gel oder was auch immer, und was am besten so eine Haltungsladung hat. Das heißt, dass die Batterie nicht nur auflädt, sondern auch wenn die komplett voll ist, immer wieder schrittweise ein bisschen entlädt, wieder lädt, wieder entlädt. So wird die Batterie geschont und ihr könnt sicher sein, dass im Frühling alles wieder wunderbar funktioniert. Wenn ihr das Quad draußen lagert, unter einer Plane oder so, dann bleibt euch eigentlich nichts anderes übrig, als das Teil auszubauen und bei euch irgendwie im Keller einmal aufzuladen. Wichtig ist, es sollte ein bisschen belüftet sein. Ja, und dann zeigt euch mal, wie es geht.
So, als erstes platziere ich das Gerät, falls noch irgendwas durchschmort, verhältnismäßig weit vom Tank. Also das soll jetzt nicht irgendwie hier drauf liegen, wo das Öl ist. Nicht, dass das dann eine unangenehme Überraschung gibt eines Tages. So, ganz einfach, Plus und Minus. Das Rote kommt ans Rote. Zack. Das Schwatte ans Schwatte. Zack. Ist alles sicher, kann jetzt hier nichts abfallen. Es gibt auch noch so Adapter, dass man hier wirklich da festschrauben kann, aber es hat eigentlich jedes Jahr immer super gehalten. Warum soll das dieses Jahr ausgelutscht sein? Kann ich mir am besten Willen nicht vorstellen. So, jetzt noch den Stecker rein. Da habe ich auch immer was Professionelles vorbereitet. Oder kriege ich das mit einer Hand? So, dann geht's auch schon los. Aber die Anzeige so ein bisschen drehen, damit ihr auch was erkennen könnt, worum es sich hier handelt. So, das heißt, alles super angeschlossen. Wir haben Netz, das ganze Ding lädt und pflegt. Ja, und dann dieses dritte Entsulfatierung. Das ist im Prinzip, wenn die Batterie so ein bisschen komplett aufgeladen ist, dass sie wieder ein bisschen entlädt und wieder lädt. So soll es eigentlich sein. Das hat sogar hier so Anzeigen, falls man sich verpolt hat oder sowas. Also kann eigentlich nichts passieren, es ist idiotensicher. Selbst ich schaffe das und deswegen schafft ihr das auch. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Schlaf gut, kleine Kobra. Dann sehen wir uns im Frühjahr wieder. Bis dann. So, was mache ich jetzt?